Hey Leute, Glenn hier wieder und wir sind heute bei den Josephine Falls, weil es hier eine natürliche Wasserrutsche geben soll. Mal gucken, was das bringt. Wir sind hier hochgeklettert. Lukas ist der Letzte. Und auf jeden Fall ist das mega rutschig. Komm schon! Lukas! Was macht ihr denn da? Komm doch hin! Spring einfach rein! Alle benehmen sich normal. Seestern-Taktik. Richtig so hoch. Jetzt reiß dich mal zusammen. Lukas Colano. Na hier, guck mal. Ganz, ganz lässig. Ganz cool macht er. Hast du gesehen, Lukas? Oh, da hinten. Guck mal, wir kommen da hinten. Johanna. Mit Anlauf hier hoch. Ist ja auch selten im Vlog. Mega geil, wir haben hier so eine natürliche Wasserrutsche gefunden. Und da werden wir jetzt mal runterrutschen. Ab geht's. Hab ich aber auch schon mal schneller gesehen. Ab wie geil, ob die und zack. Jo. Also ich habe das gut gemerkt, bin voll auf den Hintern geflogen. Wie war es bei dir, Julian? Ja, ganz gut, danke. Ganz gut. Boah, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache, ey. Die beiden, Chris und Lukas, machen das auch nochmal jetzt. Aber ich glaube, ich brauche eine... ich glaube, ich brauche eine Pause, ey. Aber wir klettern trotzdem weiter. Los geht's. Oben angekommen haben wir diese Aussicht hier. Schon ganz nett, oder? Da bin ich gut. Haben wir schon fast einen Privatpool hier. Und jetzt sind wir hier mal hochgeklettert. Gucken, wer springt. Wer springt von euch? Ich guck erstmal, warum man hier nicht schwimmen darf. Aber ohne Scheiß, in der Mitte ist das locker 15 Meter tief. Mit so viel Bremsen hier, das ist total nervig und ekelhaft. Und auf jeden Fall wollte ich sagen, dass wir da auf dem Weg sind, wieder zurückzugehen. Weil wir wollten dann hier oben doch nicht ins Wasser. Mein Gott. Weil wir haben halt das Schild gesehen, dann dachten wir doch wieder ein bisschen vorsichtig sein. Und auf jeden Fall wollten wir jetzt nicht den ganz normalen Weg zurückgehen und gehen jetzt stattdessen im Prinzip genau über die Strömung. Chris ist schon vorgelaufen. Ich hoffe mal, die Strömung ist nicht zu stark, dass wir hier reingezogen werden, weil da hinten ist der Wasserfall. Boah, diese blöden Viecher. Mann. Ganz genau, wenn was passiert, dann natürlich alles auf Video. Also die Strömung geht doch. Also, hier links von mir ist der Wasserfall. Ich kletter jetzt hier über die rutschigen Steine und mein Hintern tut immer noch weh von dieser blöden Steinrutsche. Naja, was soll's. Ich hab's auf Video! Yes! Nee, alles gut, alles gut. Hat sich die ganze Fresserei ja gelohnt. Dann ist Fettpolster bekommen hier. Auf einem Betonweg zurück. Kein Bock mehr auf diese rutschigen Steine. Heute ist echt mein Tag. Vorhin habe ich gearbeitet, da habe ich mich schon an irgendwelchen Dornen und Sträuchern an sämtlichen Stellen aufgeschnitzt. Dann auf den Hintern geflogen, gerade eben noch mal hingeflogen.
weiß nicht, was noch kommt, ey. So, hier ist jetzt unser kleines Plätzchen. Oh. Und hier warten wir jetzt auf die anderen. Johanna ist nach oben, da wo wir vorhin waren. Chris auch noch. Und der Julian holt die Taucherbrille. Ne? Ja. Naja, dann sitzen wir jetzt hier rum. Ich habe gerade den Lukas gefragt, was der für ein Buch liest. Und das ist ein relativ interessantes Buch. Erzähl mal bitte. Naja, da geht es halt so darum, was ein Mann gemacht haben sollte und vor allem wie. Also ohne Boeing 747 landen oder ein Haus bauen, klar. Wie man das richtig macht oder okay. Ein Hai angeln. Okay. Ja, so eine Sachen halt. Ne? Und sowas liest du jetzt? Ja. Das okay. Sind immer so kleine Abschnitte, wie man das richtig macht. Okay. Ja, viel Spaß. Danke, danke. Wie man... Das sind die scheiß Viecher, also so die ganze Zeit auf uns rumkriechen. Und verdient. Noch. Ich dachte, ich mache das jetzt wie sonst, spielen wir ein bisschen Natur, Musik rein und so, entspannte Aufnahmen. Aber ich kann mich hier nicht entspannen. Es geht nicht mit den scheiß Viechern. Macht keinen Spaß hier, mach ich keinen Spaß. Nee. Das wird heute ein ganz verschobener Vlog irgendwie. So, hatten jetzt einen kleinen Regenschauer, der ist jetzt aber vorüber. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem großen Wasserloch, wo wir vorhin waren. Und checken das mal mit. Was steht da? Top from the surrounding area, see map is prohibited. Serious injuries and death have occurred here. Natural hazard including slippery rocks, radically changing water level, flash flooding and submerged objects make this size hazardous. Also, hier dürfen wir lang, keine Gefahr, alles gut. Auf dem Rückweg, jetzt geht's zu dem Golden Hole, sorry, und danach zu den Miller Forts. Naja, wir sind hier am Golden Hole an so einem Creek. Und ist halt, wie man gerade schon gesehen hat, voll die Krokodil-Area. Es hat uns gerade auch so eine Frau gesagt, dass es hier Krokodile gibt. Aber die Area hier wohl zum Schwimmen freigegeben ist im Moment. Wir sind jetzt hier mal irgendwie ein bisschen hier ins Unterholz geklettert und wollten uns das mal angucken. Ich kann mir mal vorstellen, dass es hier Krokos gibt. Aber es ist irgendwie nicht ganz so spektakulär hier. Und von daher werden wir wieder zurückgehen und zu den Miller Falls weiterfahren. Zu den Miller Falls sind wir jetzt noch nicht gefahren, haben wir auf dem Navi gesehen, Google Maps, dass das doch zu weit weg ist und das haben wir uns jetzt geschenkt, weil es zu spät ist und jetzt gehen wir noch irgendwo was essen. Chris, kannst du mal ganz kurz das Video ausschnipsen?